Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch. Ich bin von Lüe, Gameplays als Hobby und heiße euch wieder herzlich willkommen. Hab ich ja eben gerade schon gesagt. Ich freue mich einfach nur, wieder aufnehmen zu können. 2 Wochen Pause, das war zu viel. Ja, wobei das jetzt auch schon wieder 4 Tage her ist, wo ihr das Video dann schaut. Wir machen Rangmatch weiter natürlich. Wir wollen ja irgendwie mal versuchen, noch weiter aufzusteigen. Nämlich mal in die C-Gruppe. Demnach spiele ich jetzt mit Knackkack natürlich wieder weiter. Wir hatten jetzt einen Wunsch-Pokémon von dem Tobias Balzer gespielt. 3 Videos. Das heißt, jetzt kann ich natürlich wieder mit Knackkack ein bisschen weiterspielen. Und hoffen, dass ich mit ihm ein paar Punkte sammle. Dann wollen wir mal. Suchen wir mal den ersten Gegner. Oh, das war knapp. Beinahe hätten wir einen Computerkampf. Wen haben wir da? Der Francesco aus Italien wieder. Okay, sind wir noch dieselbe Aufnahmesession wie mit dem Darkrai, ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert. Okay. Mit dem habe ich eben gerade gespielt, wo ich natürlich, wie gesagt, Darkrai hatte. Hatte ich aber verloren. Jetzt habe ich einen Knackrack. Schauen wir mal, ob ich der jetzt gewinne. Boah, der durchbricht mein Konter ständig. Was soll das? Und was ist das eigentlich für eine Attacke? Die ist ja heftig. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, ich hatte ja 2 Wochen Pause gehabt. So gut wie zumindest. Francesco ist ein Rang über... Oder? Die Attacke ist echt blöd. Nein! Na toll. Jetzt hatte ich gedacht, jetzt könnte ich mich rächen. Und dann sowas. Aber gut, der hat mit den Loker-Attacken gemacht, die ich noch nicht so wirklich kannte. Wir hatten eben diese eine Attacke, wo das Konter dann überhaupt nichts bringt. Beziehungsweise er hat jeden Konter bei mir durchbrochen, ohne dass er irgendetwas aufgeladen hatte. Das war für mich relativ neu. Vielleicht kriegen wir den ja nochmal als Gegner und dann können wir uns drauf einstellen. Und diesmal finden wir keinen. Ich würde mir das jetzt sogar wünschen, dass der Francesco jetzt nochmal drankommt. Da ist er sogar. Sehr schön. Weißt du was, bin ich dann doch ein bisschen hartnäckig. Da würde ich am liebsten doch so lange mit demjenigen kämpfen, bis ich ihn mal besiege. Ah,
Alter. Einfach Hammer. Hey, das wollte ich machen. Das ist heftig. Ich drücke Attacken, aber ich komme nicht dazu. Dem seine Attacken gehen irgendwie durch. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber irgendwie ist das echt eigenartig. Hey, ich hab den doch gerade gepackt, ey. Oh Mann. Darf doch nicht wahr sein. Francesco, ich brauche noch einen Kampf für dir. Na toll. Ich komme bei dem echt zu gar nichts. Dem seine Attacken unterbrechen jede Attacke bei mir. Also kommt mir das zumindest vor. Okay, der letzte Kampf in dem Video. Und wen hat... Oh, jemand anderes. Aus Deutschland, den Fenris. Mit Schatten Mewtwo. Na gut, okay. 886 Siege, glaube ich, da ich eine Chance habe. Wenn ich gegen den Logok schon nicht gewinne. Gruppe B1, ey. Aber hallo Fenris, du verstehst mich ja, falls du mein Video guckst. Muss ich aufpassen, was ich sage. Quadrat oder die Erde? Das ist meine Attacke gewesen, die kann ich auch. Ja. Als Gummi-Flummi hier in dem Spiel zu leben, das ist auch cool. Oh Mann, ich glaube, ich bin voll außer Übung mit Knackrack. Immer in ihr Rücken, ey. Ihr Schweine. Och Mann. Da war ich ja mit dem Darkrai besser zuletzt, ey. Du meine Güte. Glückwunsch, Fenris. Hieß du? Du hast doch Fenris gehießen, oder? Geheißen. Okay, das ging jetzt alles viel zu schnell. Wir machen noch einen vierten Kampf in dem Video. Wir sind erst bei 9 Minuten. Wen haben wir da? Hackispam aus Amerika. Oder Hackispam, irgendwie sowas. Mit Lucario in Aufstiegsrunde. So, jetzt werde ich aber so langsam genervt.
Geht doch. 1-0. Er scheint wohl schon mehr mein Liga zu sein. Immerhin ist er auch in der Gruppe D noch. Okay. Für die anderen brauche ich wohl noch ein bisschen mehr Übung. Nein! Scheiße. Da habe ich mal mein Limit benutzt und dann sowas. Wie? Na toll. Ich habe eigentlich gleich reflexartig R2 gedrückt zum Blocken, aber hat wohl nichts gebracht. War wohl doch ein Ticken zu spät. Hey, das gibt's doch nicht. Ich weiß noch früher, ich glaube, da habe ich sogar auch Videobeweise dafür. Früher konnte man, bevor der eigentlich seinen Limitschlag machen konnte, ihn greifen. So, geht doch, 2-1. Yay! Wenigstens den letzten Kampf in dem Video noch mal gewonnen, ey. Meine Güte. Unfassbar. Plus 100 Punkte. Als vor meinen 2 Wochen Pause lief es echt eindeutig besser. Ich hoffe, ich komme wieder so weit, dass es wieder alles so gut funktioniert wie damals. Okay, ich danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr dürft gerne einen Daumen oben da lassen. Oder wenn es auch einfach nur zur Unterhaltung gedient hat. Und es war gute Unterhaltung vielleicht, ich weiß nicht. Auch einen Daumen nach oben von mir aus gern. Ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play. Und ja, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite generell. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Gameblessers als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.